Wie kann es passieren, dass die Deutsche Bank 28 Milliarden Euro aus Versehen auf ein Konto überweist? Mehr Geld, als die Bank wert ist oder besitzt? Diese Frage beschäftigt nach der Panne Experten und gewöhnliche Bankkunden. Und sie dürfte dem neuen Deutsche Bank-Chef Christian Sewing einige Kopfschmerzen bereiten. Auch international macht der Irrtum Schlagzeilen, obwohl kein Schaden entstand, weil die 28 Milliarden auf ein Konto der Deutschen Bank überwiesen wurden.